Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, ich stelle euch heute mal den Keramista Funnel vor, warum ich mir den Kollegen geholt habe, was er kann, wie viel er kostet und so weiter und so fort. Erfahrt ihr hier in diesem Video, deswegen bleibt bis nach dem Intro dran und jetzt viel Spaß dabei. Ja, Freunde, wie eben gezeigt, stelle ich euch heute mal den Keramista vor. Der heißt nicht nur Keramista, und zwar heißt der ganze Kollege, ich muss es ablesen, weil der Name ist, reden wir nicht drüber, das ist der Keramista Cord Funnel Gray Green oder Green Gray, je nachdem, wie ihr das drehen wollt. Das ist so ein Grün-Grau. Wir gucken es uns auch gleich nochmal drüben in der Detailkamera an. Auch da sage ich noch was zur Depottiefe, zur Gesamthöhe und so weiter und so fort, was er auch an Tabak frisst. Wir werden ihn natürlich auch testen und ich werde dazu auch was sagen, für welche Setups er geeignet ist. Aber dazu später mehr. Das Ganze ist ein russischer Kopf, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, der aus dem russischen Raum logischerweise kommt. Und er ist eher so für mittlere Sessions gedacht, so ich sage jetzt mal bis zu einer Stunde. Ich schaffe es mit ihm auch 75 Minuten zu rauchen, aber dann ist auch wirklich Schicht im Schacht. Der Kollege hat allerdings einen stattlichen Preis, und zwar 27,90. Aktuell, wenn ihr das Video seht, müsste auch noch bei Elvano für 12,90 im Angebot sein. Also wer den dann haben will nach dem Video, könnt ihr dort sehr gerne mal vorbeischauen. Er ist noch nicht in vielen Shops vorhanden. Ich habe auch sehr lange drauf gewartet. Ich habe ihn jetzt allerdings auch schon eine ganze Weile, aber ich hätte gern noch eine andere Farbe. Und ich würde sagen, wir gucken uns den Kollegen jetzt einfach mal im Detail an, um euch zu zeigen, wie der Kollege so aussieht. So Freunde, hier haben wir den Keramista Cord Green Gray. Wir haben hier vorne das Keramista Logo CM, wie ihr es seht, das Ganze hier mit so einer leichten Rifflung und hier oben das Depot samt Funnelloch. Ihr seht auch, er ist schon ein paar Mal benutzt worden, er hat schon leichte Gebrauchsspuren. Das Ganze ist, wenn wir so hinschauen, natürlich ein sehr kompakter Kopf. Er ist deutlich kleiner von der Höhe als ein Moon Funnel, als ein Oblaco. Das ist so gewollt auch, das ist jetzt nicht irgendwie, weil das eine Fehlproduktion ist, der ist wirklich so gewollt, so in Anführungsstrichen klein. Der Kollege hat eine Höhe von 7 cm, wir haben hier oben eine Breite von 7,5 cm, quasi von hier bis hier drüben. Wir haben eine Depotbreite, einmal von hier bis hier, von 6,5 cm und wir haben eine Depottiefe von 1 cm. Das ist, finde ich, völlig okay. Laut einigen Webseiten frisst er so zwischen 16 und 18 Gramm. Finde ich auch noch völlig in Ordnung, werden wir aber gleich testen. Ich habe mir außerdem mal hier drüben eine Waage besorgt, die ich jetzt bloß mal anmachen muss. So Freunde, Waage hat sich jetzt genullt. Ihr seht, 0 Gramm haben wir aktuell drauf. Wir hauen den Kollegen mal drauf und da sehen wir 304 Gramm. Wiegt der Kollege roundabout, bei dem einen vielleicht ein bisschen weniger, bei dem anderen vielleicht ein bisschen mehr. Aber roundabout 300 Gramm, was für ein Köpfchen natürlich schon sportlich ist. Aber ist meiner Meinung nach völlig okay. Kommen wir noch zu dem Thema, mit was rauche ich den ganzen? Denn ihr könnt den quasi mit HMD und mit Alufolie und Sieb rauchen, wie ihr das möchtet. Kaminsieb brauche ich, denke ich, nicht erwähnt. Ne? Seht ihr selber, dass das nicht funzen wird. Ich habe mir jetzt mal hier, ich sag mal, die 5 gängigsten HMDs rausgesucht. Wir haben einen Kalaut. Hier unten drunter ist ein 1er Grani, werdet noch sehen, ein X-Zucker, ein 2er Grani und ein Zeppelin. Wir gehen die Dinger mal durch. Ihr seht, der Kalaut sitzt zwar drauf, er würde auch drauf sitzen bleiben, aufgrund des breiten Depots natürlich, aber ich persönlich mag das nicht, wenn das so wackelt. Ich nehme den Kalaut beim Keramista eher selten. Nagrani 1 sitzt an sich einwandfrei drauf. Aber auch hier, selbst wenn Tabak drin ist, rutscht er schon ein bisschen hin und her. Aber er sitzt schon besser als der Kalaut, wie ich finde. Allerdings ist der Nagrani meiner Meinung nach ein bisschen zu klein. Ihr seht es hier drüben am Rand. Ne, hier ist ein bisschen Luft. Der Nagrani ein Ticken zu klein. Beim X-Hooker finde ich, der sitzt einwandfrei drauf. Klar, der wackelt auch, aber er wackelt nicht so extrem, weil er greift durch seinen Ring hier unten, greift er wunderschön in den Kopf ein und sitzt auch relativ fest. Also ich muss hier schon ganz schön wackeln.
Mit dem rauche ich das Ganze auch am liebsten. Nagrani 2 geht natürlich auch, aber auch hier an der Stelle sei gesagt, wackelt etwas hin und her. Prinzipiell funktioniert das aber aufgrund der Depotbreite natürlich auch. Kommen wir noch zum letzten Vertreter, und zwar zum Zeppelin. Der sitzt natürlich auch hier drauf. Der ist natürlich auch selber arschgroß, aber an sich auch hier, der kriegt halt nicht wirklich viel Grip, auch deswegen, weil er halt unten nicht angeraut ist. Auch eher weniger, deswegen ich greife da sehr gerne zum X-Hooker HMD und damit fahre ich auch ganz gut. Ich würde sagen, ich baue mal fix ein Köpfchen und dann zeige ich euch noch, wie viel Gramm wirklich in den Kollegen reingehen und dann machen wir einen Rauchtest, Freunde. So, Freunde, ich habe mir jetzt hier, wie ihr seht, ein Köpfchen gebaut, habe das Ganze relativ randhoch gebaut. Das mache ich beim Keramister sehr gerne. Wir holen uns in Erinnerung, dass der Kollege ein Leergewicht in Anführungsstrichen von 304 Gramm hatte. Und jetzt haben wir 326. Liegt aber auch daran, dass ich den Kollegen, wie gesagt, randhoch gebaut habe. Ihr kommt mit 16 bis 18 Gramm sehr wahrscheinlich hin. Aber das Ganze ist dann natürlich ohne Kontakt und ich mag es, wenn es ein bisschen Kontakt hat an HMD. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr hier reingetan. Ich glaube nicht ganz, mit 16 Gramm kommt er hin, aber ich schätze mal so für mich persönlich, was meine Erfahrungen sind, wäre eher die Angabe so 18 bis 22, 23 Gramm wäre für mich optional. Aber 16 Gramm sehe ich da eher weniger. Auf jeden Fall, wie gesagt, Rand hoch gebaut, den Lachs. Jetzt kommt noch der Kollege oben drauf. Dann würde ich sagen, gehe ich die Kohlen holen und wir ballern den Kollegen. Und jetzt hat er auch ein ordentliches Gewicht. Ja, Freunde, wie ihr seht, Köpfchen läuft einwandfrei. Ich habe das Ganze auch, wie eben erwähnt, im X-Hooker HMD geraucht. Ich mache es immer so bei dem Kollegen, gerade wenn ich in Anführungszeichen einen kalten HMD lege, lasse ich ihn wirklich so 5 Minuten 3 Kohlen benutzen oder lasse 3 Kohlen im HMD und ziehe immer mal. Und wenn ich dann merke, okay, es wird zu heiß, dann, ihr wisst, eine Kohle raus und dann rauche ich sehr gerne mit 2. Aber ich kann euch so viel sagen, er speichert die Hitze auch sehr gut. Das ist wohl auch ein Merkmal von diesem Keramister, dass er die Hitze sehr gut speichert, wodurch euer Tabak permanent wirklich immer mit Hitze versorgt wird und ihr ein sehr angenehmes Raucherlebnis habt. Ja, Freunde, was gibt es noch zu sagen? Durch die Luftschlitze, die natürlich das Funnelloch hat, was wir uns in der Detailansicht angeschaut haben, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, habt ihr natürlich auch einen sehr schönen Durchzug. Es ist nicht zu krass, dass man hier ziehen muss wie ein Berserker. Es ist sehr, sehr angenehm. Und er läuft einwandfrei. Mein Fazit zum Keramister ist, dass er mit 27,90 natürlich vielleicht nicht ganz günstig ist für den einen oder anderen. Er ist auch nicht gerade, ich sag mal, der tabaksparendste Kopf, gerade wenn wir uns jetzt auf 25 Gramm Regelung hinzubewegen, ist es vielleicht ein Kopf, den dann nicht jeder nehmen wird. Ich wollte diesen Kopf aber allerdings unbedingt in der Sammlung haben, da ich ihn vom Design sehr schön finde. Ich möchte ihn gerne noch in einem anderen Colorway haben. Vielleicht hole ich mir das auch noch. Wie gesagt, wer sich den Kollegen holen möchte, aktuell bei Elvano, keine Werbung an der Stelle, 12,90 im Angebot. Dort könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen und die Jungs natürlich supporten. Und ich kann euch den Kopf auf jeden Fall nur empfehlen. Wie gesagt, ist nicht der tabaksparendste Kopf, ist auch nicht der günstigste Kopf. Aber für jemanden, der gern Köpfe sammelt, ist er definitiv was in der Sammlung und immer ein Hingucker. Ja, Freunde, dann war es das von mir schon an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst hier unter dem Video ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung zum Keramister in die Kommentare. Habt ihr den Kollegen vielleicht selbst zu Hause? Wie performt er bei euch? Wie oft nehmt ihr ihn? Ich nehme ihn leider viel zu wenig. Aber prinzipiell ist es trotzdem ein schöner Kopf. Und ich bin froh, dass ich den Kollegen in meiner Sammlung habe. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Raucht ein entspanntes Köpfchen, bleibt gesund und letzter Zug geht wie immer auf euch. Sehr schöner Kopf. Also, wieder schauen und reingehauen.